habe einfach meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und das bereue ich bisher auch definitiv nicht. Ich glaube, er genießt es, hier auf dem Rasen zu sein. Hallo, ich bin Sophie Hinners und herzlich willkommen hier in Funkstadt auf Gestüt Prinzenberg. Momentan haben wir ungefähr, ich denke, 33 Pferde hier. Wir fangen morgens um 7 an und dann wird erst einmal die Stallarbeit gemacht, es wird gefüttert, die Boxen werden gemistet und danach fangen wir dann an zu reiten. Also dann wird so viel, ziemlich alles gemacht, die Pferde kommen auf die Weide, die kommen in die Führmaschine, wir reiten sie und dementsprechend ist gleich immer morgens relativ viel zu tun und wir sind hier aber ein sehr tolles Team. Ich denke, wir haben das hier sehr gut im Griff. Also ich habe schon, ich glaube, mit 3 Jahren angefangen zu reiten und habe auch ja, dementsprechend mit Ponys angefangen und Führzüge-Klasse Reiterwettbewerb, den ganzen Kram quasi von Anfang an. Und ich denke, ich hatte schon immer die Verbindung zum Pferd und mir bringt das so viel Spaß, mit den Lebewesen zu arbeiten. Und ich kann mir einfach ein Leben ohne die Pferde definitiv nicht mehr vorstellen. Mein Plan war eigentlich immer, nach dem Abitur zu studieren und ich habe eigentlich immer gedacht, dass ich Tierärztin werden möchte. Ich hatte mich dann aber so ein bisschen umentschieden und war mir nicht mehr ganz so sicher, ob das mit der Tierärztin immer noch so mein Traum ist. Und dementsprechend habe ich erstmal eine Ausbildung als Bereiterin nach dem Abitur gemacht. Die habe ich bei Hergen Forkert in Bremen gemacht. Und danach habe ich dann ein Angebot von Emil Hendricks bekommen in Holland und ja, dann hat es mich dahin gezogen und ja, jetzt stehe ich hier und wieder zurück in Deutschland und ja, ich habe einfach meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und das bereue ich bisher auch definitiv nicht. Ja, es hat relativ schnell Klick gemacht. Also Million Dollar ist auch ein sehr, sehr rittiges Pferd und natürlich auch super ausgebildet. Von daher macht er es mir als Reiter relativ einfach im Parcours. Er lässt sich super helfen und dementsprechend fiel es einem relativ einfach, diesen Klickpunkt zu finden und als gutes Team zusammenzuwachsen. Ja, ich durfte ihn dann letztes Jahr im Winter einmal ausprobieren, um zu schauen, ob es auch funktioniert, ob die Harmonie stimmt und das hat sehr gut geklappt. Somit kam er im Januar diesen Jahres zu uns in den Stall und ja, jetzt konnten wir schon einige Turniere bestreiten und ich bin sehr dankbar und super happy, dass ich ihn im Stall haben darf. Ja, ein Traum wäre natürlich Aachen, wenn nicht dieses Jahr, ein anderes Jahr. Ich will ja auch nicht irgendwas zu schnell oder irgendwas überfordern. Also ich schaue wie die Entwicklung mit uns weitergeht und gucken, wie es weitergeht. Ich würde natürlich unglaublich gerne mal in Aachen den Nationenpreis reiten. Und ein ganz großer Traum wäre natürlich auch der Sieg im Großen Preis. Also Vittorio ist mein Traumpartner. Er ist in derselben Woche zum Stall Hendricks gekommen, wie ich auch dort angefangen habe. Wir haben uns quasi dort sofort gefunden. Und ich war sehr dankbar, dass ich ihn mitnehmen durfte, wieder zurück nach Deutschland. Und er hat einen unheimlich starken Charakter. Er ist quasi der Chef. Er weiß genau, was Sache ist und sagt mir eigentlich genau, was er möchte, was er nicht möchte. Und ja, letztes Jahr ist dann mein Traum in Erfüllung gegangen, dass ich in Aachen starten durfte. Das war mein erstes 5-Sterne-Turnier
und dann gleich in Aachen. Es war eine riesengroße Freude und es hat auch super geklappt. Er war in Topform und hat alles für mich gegeben. Und dementsprechend haben wir uns dann auch für den großen Preis qualifiziert und konnten da eine tolle Erfahrung sammeln. Jetzt selbst im großen Preis war die Aufregung gar nicht mehr so groß, weil die Tage davor hat er mir einfach gezeigt, dass er das kann oder wir das können. Und er war in Topform, von daher habe ich mich eigentlich nur gefreut, den großen Preis reiten zu dürfen und habe es einfach genossen, in der Arena zu sein und mit ihm den großen Preis zu springen.